Oh, wir haben nächsten Deutschen! Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche, dieses Heft bis zur EM voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, wir haben so viele neue Spieler. Ich bin wirklich gespannt, wer heute drin ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Würde ich mich riesig freuen. Wir machen die ersten beiden wieder nach hinten. Malik Thiaf, Kerem Aktürglu. Oh, das ist was Goldenes. Arthur Theate, San Kacinik, Raswan Marin und Pedro Porro. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, welches Land ihr dieses Jahr seid. Zeki Amdoni, Georgi und Guram, Horatio Moldovan, irgendwas von der UEFA. Oh, was Silbernes. Miloš Kerkez und Josip Stanicic. Leute, da ist ein lila da unten goldener Sticker drin. Ich habe zwei EM-Sticker-Tüten und ich versuche bis zum Start der WM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, ich bin auf der Suche nach Ronaldo. Den hatten wir bisher noch nicht drin. Einige Seiten sind schon voll. Ich bin wirklich gespannt, wer heute drin ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Die ersten beiden kommen nach hinten. Harry Maguire. Irgendwas von der EM. Jens Strüger. Runa Gunnarsson und Alphonse. Oh Mann, Leute, hier ist der lilane Glitzersticker. Wer ist das? Tschechien. Einen goldenen haben wir. Romelu Lukaku mit Unterschrift. Oh Mann, Leute, was eine Ausbeute. Wir öffnen die zweite Tüte. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Kevin Xobos. Hugo Jota, Fußball, Sascha Kalajdzic, Belgien und Lamine Jamal. Die klebe ich jetzt ein und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Boah, Leute! Ich habe zwei Stickertüten und ich versuche bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Leute, wir haben schon so viele Spieler gezogen. Ich bin wirklich gespannt, ob heute der goldene Ronaldo dabei ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Wir machen wieder die ersten beiden nach hinten. Mario Götze, Andreas Christensen, Philipp Kostic, Daily Blind, Dani Almo und Josip Sutalo. Schreibt immer in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Luis Ferguson, Vitinha, Zahl und Wahn, Nachnamen schaffe ich nicht. Luzarel Getreuda, das Kasachstan-Logo und ein UEFA-Sticker. Leute, da ist noch Luft nach oben beim nächsten Mal. Die klebe ich jetzt ein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Leute, da ist ein Glitzersticker. Ich habe zwei Stickertüten und ich versuche dieses Heft bis zum Start der EM voll zu bekommen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wir gucken die Sticker an, machen die ersten beiden nach hinten. André Bodka, ein Teil der Niederlande, ein Teil von Dänemark. Wout Fees, Rasmus Højlund und Declan Rice. War schon eine richtig krasse Tüte. Wir öffnen die zweite. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Edin Dzeko und Nemanja Bibia. Takla Sujunchu. Marco Grujic. Finchli Hartmann. Thomas Tuchek. Und ein Teil von Italien. Oh Mann, Leute, das war eine krasse Ausbeute. Ich klebe die Sticker jetzt ein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Wir haben einen neuen Glitzersticker gezogen. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche, dieses Heft bis zur EM voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, wir haben die letzten Tage so geile Sticker gezogen. Bin wirklich gespannt, wer hier drin ist. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Kroatien, Dominik Livakovic, ein Teil von Deutschland. Patrick Schick, Juraj Kukča, Benjamin Verbi. Kommentiert unbedingt, für welches Land ihr dieses Jahr bei der EM seid. Janis Hagi, Dimitris und Dimitrios, Nachname kann ich nicht aussprechen. Grant Henley, Thomas Kvankara, Filip Duricic, Wojciech Czeszny und Jan Bednarek. Mann, Leute, da sind wieder klasse Sticker dabei. Die will ich jetzt einkleben und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Oh Leute, da ist ein lila Glitzersticker dabei. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, ich bin immer noch auf der Suche nach Ronaldo. Ich bin wirklich gespannt, ob der heute drin ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Nein, wir haben die erste eingerissen. Die ersten beiden wieder nach hinten. Jiří Pavlenka mitten im Riss. David Hanko. Georgi Tunjov und Martin Miller. Ceren Shaqiri. Leute, den haben wir noch nicht. Und Sokol Kikyaleshi. Das war schon mega. Ich bin gespannt, wer in der zweiten Tüte ist. Kommentiert ihr unbedingt euren Favoriten für dieses Jahr. Fernando Torres. Stuart Armstrong. Ota und Girogi. Jeremy Frimpong. Oh Leute, da ist ein goldener. Wer ist das? Weiß ich nicht, mit Unterschrift und Italien. Das war eine super Ausbeute, die klebe ich jetzt ein und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Oh, wir haben den nächsten Deutschen. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, ich bin weiterhin auf der Suche nach Ronaldo. Ich hoffe, der ist heute dabei.
Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da, würde ich mich riesig drüber freuen. Wir machen die ersten beiden wieder nach hinten. Ein Teil von Schottland, Joachim Andersen, Andrei Ratiu, Martin Deron, die Slowakei, Dimitris und Dimitrios. Das war noch nicht so die Hammerausbeute. Ich hoffe, in der zweiten Tüte sind bessere drin. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Niklas Füllkrug, Luis Figo, das Leipzig-Stadion, Nicolas Seiwald, Eduardo Camavinga, Federico Di Marcos, der Top 11. Leute, das war eine gute Ausbeute, die klebe ich jetzt ein und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Leute, da ist ein lila Glitzersticker dabei. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, wir sind wirklich kurz davor. Ich habe so viele Seiten schon mit Stickern voll. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen, wenn heute Ronaldo drin ist. Man weiß ja nie. Die ersten beiden packen wir wieder nach hinten. Adam Lang, Sabau Nika, Jan Vertonghen, Miha Zeig. Oh Mann, wer ist der lilane? Armando Broja und Ciro Immobile. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Leroy Sané, ein Teil der Türkei. Andrei Ratiu, Martin Deron und Joschko Gadiol. Nikola Vlasic. Ein lilaner, ein Deutscher, die klebe ich jetzt ein. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Oh Mann, Leute, hier ist der lilane Glitzersticker. Wer ist das? Ich habe zwei EM-Blindbag-Tüten und ich versuche, dieses Stickerheft bis zum Start der EM voll zu bekommen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wir packen die ersten beiden Sticker wieder nach hinten. Joshua Kimmich, Antonio Silva, Florinel Coman, Theo Hernandez, boah, Ilkay Gündogan und Borna Sosa. Wir öffnen die zweite Tüte. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Manuel Akanji, irgendwas Belangloses, Düsseldorf Stadion, Marcel Sabitzer. Boah, und noch ein Glitzersticker. Boah, Franz Beckenbauer. Und Soko Cikalci. Mann, das war eine richtig krasse Ausbeute heute. Die klebe ich jetzt ein und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Oh, hier ist ein Glitzersticker. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche, dieses Heft bis zum Start der EM voll zu bekommen. Beim letzten Mal haben wir Glitzersticker gezogen. Die waren richtig krass. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir packen die ersten beiden Sticker wieder nach hinten. Michel Erbischer, Bruno Fernandes, Miki Batshuayi, Mike Manja und Mateo Kovacic. Berat Simci. Das war schon krass. Wir schauen in die zweite Tüte. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Angus Gunn, Fikayo Tomori, Michael und Alfred, Marco und Rasmus. Wow, Wayne Rooney und Benjamin und Temu. Oh Mann, Leute, was eine Auswahl. Wayne Rooney gezogen. Die klebe ich jetzt ein und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Da ist eine goldene und eine glitzernde Karte dabei. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, wir sind auf einem guten Weg, aber die EM startet bald. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze nicht verlängern müssen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Mihaly Kata, João Cancelo, Omri und Miguel, Matti und Mateusz und Milan Skriniar und ein Teil von Italien. Oh Mann, die waren schon nicht schlecht. Ich bin wirklich gespannt, wer hier drin ist. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, wer euer Favorit auf den Sieg dieses Jahr ist. Thomas Strakoscher, Malik Thiar, David Hanko, Brennan und Temu und Dusan Vlahovic und Nedim Bayrami. Oh Mann, Leute, so viel Glitzer und goldene dieses Mal. Die klebe ich jetzt ein und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Leute, da ist ein lilaner Glitzersticker dabei. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, die EM ist fast am Start. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Vielleicht müssen wir es über die EM verlängern. Wir schauen in die erste Tüte. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Bogdan und Alexandor, ein Teil von Italien. Nikola Milenkovic, Philipp Billing und Mateo Kovacic. Und ein unnötiger. Oh Mann, Leute, das war schon nicht schlecht. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, wer euer Favorit dieses Jahr auf den EM-Sieg ist. Bendigo Spoller, George und Andreas, Dennis Mann, Adrien Rabiot, Dominik Szoboszlai in lila Glitzer und Ciro Immobile. Oh Mann, Leute, der nächste Lilande, die klebe ich jetzt ein und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Oh, da ist der erste Glitzersticker. Ich habe zwei EM-Sticker-Tüten und ich versuche,
dieses Heft im Laufe der EM voll zu bekommen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Wir machen die ersten beiden wieder nach hinten. Barış Alper-Yilmaz, Marc Guehi, Jan Kuchta, Ball und Eduardo Camavinga in der Limited und Miloš Kerkeč in der Limited. Drei Glitzersticker. Leute, das war krass. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Federico Di Marco. Oh, das ist ein lila da und ein goldener Sticker. Jack Henry, Saba und Nika, Aslan und Bartior. Oh, Benjamin Ceško und Noah Okafor. Oh, Leute, so viele Glitzersticker heute. Die klebe ich jetzt ein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Oh, nochmal Harry Kane. Den haben wir schon ein paar Mal. Ich habe zwei EM-Sticker-Tüten und ich versuche im Laufe der EM, dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, die ersten Seiten sind fast komplett. Ich bin wirklich gespannt, wer heute drin ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Das Dortmund-Stadion. Alex Kral. Juri Tillmans. Xavi Simmons. Mario Pasalic. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer dieses Jahr die EM gewinnt. Die ersten beiden wieder nach hinten. Michel Ebischer, Ferdi Kadioglu, Dennis Wavro, Florian Grilic, oh, Jamal Musiala, Alejandro Balde. Mann, Leute, was eine Ausbeute. Die klebe ich jetzt ein und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.